Hallo, ich habe mich entschlossen, eine neue Serie zu starten. Ihr kennt sicherlich die Serie Der Duft unserer Väter und Großväter. Das ist eines meiner Standbeine. Da habe ich schon viele Filme gemacht und viele Düfte vorgestellt. Und jetzt gibt es da so einen kleinen Ableger. Und zwar geht es da um die Sonnenschutzmittel unserer Väter und Großväter. Da gibt es einige, das sind echte Traditionsmarken und Klassiker, die es teilweise schon 100 Jahre gibt. Für uns aber weitgehend unbekannt sind, für den Otto Normalverbraucher, der immer wieder zu den Sachen greift, die beim Discounter stehen. Da gibt es die eben nicht. Und heute geht es um das Sonnenschutzmittel Pigmentan. Ich werde euch jetzt erstmal ein bisschen was dazu vorlesen. Seit über 100 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet des Licht- und Sonnenschutzes tätig. Gipfelbräune zeichnet sich aus durch seine Zusammensetzung aus erlesenen Kräuterextrakten, hautfreundlichen Ölen und hochwertigen Pflanzensubstanzen, Carotin und den Hautschutzvitaminen A und E. Pigmentan-Gipfelbräune mit natürlichen Antioxidantien und ihrem ausgewogenen Verhältnis von UVA- und UVB-Schutzfiltern bietet zuverlässigen Schutz vor Sonnenbrand sowie vor vorzeitiger Hautalterung. Das wollen wir natürlich alle nicht, vorzeitige Hautalterung. Der Schutzfaktor ist allerdings bloß 8. Also für so Albinos wie mich vielleicht nicht die erste Wahl, wenn man lang in der Sonne ist. Ich habe das jetzt aber schon seit über einer Woche ausprobiert und trage es täglich auf, weil es ja gerade brutal heiß ist. Gerade an den Stellen, die frei liegen, wie Arme, Gesicht, Hals und so weiter. Jetzt packen wir das mal aus. Habe ich natürlich gleich bestellt. Kommen wir zum Preis. 7,99 hat die Tube gekostet. Vielleicht nicht ganz günstig im Vergleich zu irgendwelchen Lidl-Sonnencremes oder so. Ihr seht, das ist schon gutes Stück verbraucht von der Tube. Kommt raus. Hier ist so eine gelbliche Cremepaste. Wahrscheinlich von dem Carotin. Und ich trage mir das jetzt gleich mal auf hier. Weil, habe mich gerade frisch rasiert und werde jetzt dann rausgehen. Hat einen angenehmen Geruch, nicht so überparfümiert. Ist ziemlich pflegend, also so ein bisschen leicht fettend. Hinterlässt natürlich einen leichten Glanz deswegen. Und das hält auch ziemlich lang an. Also die Feuchtigkeit auf der Haut, das Gefühl. Ist etwas schmierige. Ja, Sonnenschutz ist wichtig. Man sieht es dann teilweise bei den Sonnenanbetern an den Falten, an den Runzeln. Die sind zwar schön braun, schauen aber dann aus wie ein tausendjähriger Lederapfel. Die Ohren sollte man auch nicht vergessen. Ich creme mich jetzt einfach mal ein, weil ich schon dabei bin. So sieht die Creme aus. Ist ziemlich ergiebig. Als ich letztes Mal im Botanischen Garten war, habe ich mir einen sauberen Sonnenbrand eingefangen, besonders im Hals- und Nackenbereich. Das habe ich erst am Abend gemerkt. Und da ist an dem Tag ist die Creme hier angekommen. Die habe ich dann abends aufgetragen. Zwar nach der Sonne, aber haben wir gedacht, Vitamin A und E und Carotin und Pflanzenextrakte können schaden und tatsächlich war am nächsten Morgen alles beruhigt. Die Haut war beruhigt, die Rötung war weg. Ja, ich habe noch ein paar andere in der Pipeline, ein paar andere Sonnenschutzmittel. Sind teilweise expensive, also nicht billig. Ein paar so klassische Namen, die verrate ich jetzt aber noch nicht. Und demnächst, weil der Sommer ja noch länger dauert, kommt gleich das nächste Schutzmittel dran. Heute war es eben Pigmentan, Gipfelbräune. Allein das Design schaut schon nach Louis Trenker Zeit aus, oder? Was sagt ihr? Ich habe das auch vorher nicht gekannt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dieses Mittel war mir fremd. Das wurde mir von einem Zuschauer empfohlen und natürlich habe ich das dann gleich umgesetzt. Das war's für heute mit Teil 1
der neuen Reihe, der Sonnenschutz unserer Väter und Großväter. Danke fürs Zuschauen und schützt euch vor der Sonne. Ciao und Servus.